ich versuche trotzdem noch mal ein kurzes Kapitel aufzumachen, warum eigentlich chemische Mittel für die Bekämpfung holzzerstörender Pilze nicht geeignet ist. Wir haben im vorherigen Webinar oder in dem zweiten Webinar war das genauer gesagt, haben wir ja Folgendes gelernt. Bei Insektenbefall ist es so, dass die Insekten eigentlich von dem Querschnitt des Holzes nur diese rote Zone, das ist jetzt mal ein bisschen grafisch eingefärbt, diese rote Zone, den Splintholzzone befallen. Der Kern kann von den Insekten eigentlich nicht verdaut werden. Da sind die Darmsymbionten nicht dafür angelegt. Das heißt, das wird eigentlich von einem Befall verschont und die befinden sich eigentlich die Insekten nur in der Splintholzzone. Bei holzzerstörenden Pilzen ist es ein bisschen anders. Die holzzerstörenden Pilze, die erfassen letzten Endes den gesamten Holzquerschnitt. Die können auch die Kernholzbereiche durchwachsen und auch entsprechend zerstören. Das heißt, in der Konsequenz dann letzten Endes, bei Insektenbefall ist es so, dass ich durch den Einsatz mit chemischen Mitteln rein theoretisch eigentlich im Grunde genommen den Splintholzquerschnitt vollkommen drängen kann. Es gibt eigene Drängbarkeitsklassen, die sind in eigener DIN-Norm überprüft und mit einem Prüfverfahren geschaut worden, wie gut lässt sich ein Holz drängen. Aber die Drängbarkeitsklassen beziehen sich immer auf die Splintholzbereiche. Kernholz gilt generell nicht als drängbar für chemisch-flüssige Holzschutzmittel. Oh, also ist es so, dass rein theoretisch natürlich die Splintholzzone bei Insektenbefall eigentlich im Grunde mit einem Mittel durchdrängt werden kann. Aber ich betone hier, das ist eine reine theoretische Geschichte. Im Webinar 2 habe ich ja genau erläutert, warum das dann doch auf erhebliche Grenzen stoßt, hier eine Durchdrängung dieser Splintholzzone zu erreichen. Aber gehen wir mal weiter und schauen uns an. Bei Pilzbefall ist es natürlich so, auch da gilt die Drängbarkeitszone. Da muss man wirklich klar sagen, wir haben die Drängbarkeitszone auch nur im Splintbereich. Und was haben wir vorhin gesehen gehabt? Der Pilzbefall selber geht natürlich auch in den Kernbereich hinein. Das heißt, ich kann wie auch immer mit einer chemischen Tränkung einen Pilzbefall im Holz nicht zum Erlöschen bringen. Deswegen ist es auch in den technischen Regeln so verankert, dass ein Pilzbefall am Holz nicht durch flüssig-chemische Mittel bekämpft werden kann, sondern da ist es eigentlich so, dass der Befall schlicht und einfach zurückgeschnitten, das Holz muss rausgeschnitten oder der Befallsbereich muss rausgeschnitten werden. Das ist die eigentliche Möglichkeit, einen Befall im Holz zu bekämpfen, zumindest bezogen auf die flüssig-chemischen Mittel. Gehen wir mal in die Konsequenz des Ganzen, was Sie gesagt haben. Das heißt wirklich für uns eine Bekämpfung mit chemischen Mitteln, das hätte ich jetzt ein bisschen einfügen müssen, ist so nicht möglich, weil die Drängbarkeit des Kernholzes einfach nicht gegeben ist.